Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Human Fall Flatlands auf dem Konfig-Kanal. Wir sind immer noch auf dem Weg, den Crystal Mountain zu erklimmen. Mit unserem Lieblings-Koopa. Das tut auch weh. Ja, auch so viel Auswahl haben wir auch nicht. An verschiedenen Koopas, deswegen muss er unser Lieblings-Koopa sein. Kommunisten-Koopa ist der Lieblings-Koopa. Nein, ich sag, wir haben nur nicht so viel Auswahl an verschiedenen Koopas. Du bleibst ja nur du, also bist du ja quasi zwanghaft unser Lieblingskoppa. Wow. Ja, ist halt so. Nummer 1 in einem Wettbewerb mit keiner Konkurrenz. Ja, aber Nummer 1. Wunderbar. Oh, ich hasse diese Scheiße. Sei froh, dass ich die andere nicht genommen habe, die in Dreiteiler noch ist. Die heißt schon Leap of Faith. Dann hätte ich nur jetzt zugeguckt und es mitgemacht. Ich hoffe mal, dass da hinten auf der kleinen Plattform dann auch ein Checkpoint ist. Also knapp. Oh ja. Ja, das reicht. Nope, kein Checkpoint. Wundervoll. So close. Miro? Quasi. Oh Gott. Nein. Fuck my life. Alter, ich hab den größten Schwung, aber weil der aus irgendeinem Grund noch den Scheiß da festhält. Oh nein, das gibt's doch nicht. Wow, Alter. Man muss nur drüber laufen und drüber springen. Oh, das ist da oben, geht schon die erste Plattform hoch. Fuck my life. Ah, ist das belastend. Kann ich mich denn nicht auf den Kristallen hier unten aufspießen? Das wäre sehr schön. Tja, da bist du wieder bei mir. Go Koopa. I don't wanna anymore. Wenn ich da rüber gucke, haben wir noch viel mehr von diesen Brettern über eine viel größere Schlucht. Ach, wenn man sich das auch noch treffen würde und nicht gleich beim ersten vorbeispringen. Das wäre auch ganz gut. Bist fast drüben. Ist eigentlich hier das Schwerste dran, die Dinger. Ich hab da oben nur richtig dumm gefehlt. Was macht der da? Du hältst dich noch fest. Ich hab beides losgelassen. Hallo, jetzt zieh dich doch einfach hoch. Zieh dich doch einfach hoch! Ich glaube, es ist einfacher, wenn du zur Plattform rüber. Hab ich das fest hier unten? Ich glaube schon. Sieht gut aus, Koopa. Sieht scheiße aus.
meine Kackfigur sich immer umdrehen kann, wirklich, ey. Also ich krieg hier Krebs, wirklich, meine Güte. Ja. Ich glaube, ich habe nicht dich, oder? Nee, aber jetzt kannst du meinen Kopf greifen, warte. Jetzt lass los, greif meinen Kopf. Dann lass ich beides los. Komm und... Ja, du hattest mich! Ja, du musst aber auch weiter festhalten, dich nach oben hab ziehen. Hab ich doch! Nein, du hast dann losgelassen. Halt dich an deinem letzten Horshop fest hier. Ja, es ist echt. Mach was! Ja, ich versuch's doch! Ja! Nein! Du lässt aber viel zu zeitig wieder los. Aber ich muss hier loslassen, weil sonst kommt man nicht weiter. Wirklich. Jetzt häng ich hier. Ja, warte mal auf mich. Bis ich drüben bin, ist auch. Sag nicht mal letztes. Kannst du bitte hier aus dem Loch rausgehen, du scheiß Arm? Ich muss nach oben greifen. Ah, ich helfe dir nie wieder. Nein. Komm. Ich helfe dir auch gleich. Ich bin gleich da, dann helfe ich dir. Ich sehe deinen Schatten schwingen. Hä? Ich sehe deinen Schatten schwingen. Nice. Ja, siehst du, ich bin jetzt da und jetzt kann ich dir helfen. Ich glaube, man kann mir gar nicht helfen, weil mein Arm hier drin festgepackt ist in dem Holz. Hier brauche ich gar nicht festhalten, ich bleib einfach da hängen. Ich halte mich gar nicht fest. Also du kannst dich nicht mehr umbringen. Nein. Tja, da musst du wohl das Level alleine fertig spielen, komm. Ja, schlage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Kann ich mich irgendwie befreien? Ich glaube ja nicht. So, ich bin gleich da, ich rette dich. Kannst du ja versuchen, durch die Spalte nach oben durchzuziehen. Genau. Na, ja, das war's, Alter. Ich hasse kann ich mich ja. I fucking quit, Alter. Gut. Wo ist denn dein Spirit? Was gibt's so auf YouTube? Ja, ich loade den Checkpoint einfach. Hier. Was habe ich gerade gehört? Ah, hier, das interessiert mich bestimmt. Hitlers Politik gegen Juden in Deutschland. Mr. Wissen to go. Deshalb gehen viele jüdische Familien nicht in die. Nicht, dass wir jetzt einen Audio-Claim bekommen. Hat definitiv gegeben. Nicht, dass Mr. Wissen to Go noch den Country-Kanal schaut. Ja, wer weiß, ne? Wenn du das hier schaust, dann grüß uns, ich mag deine Videos. Zum Auswandern zu bringen. Aber nein, die Nazis wollten ihnen vorher so viel wie möglich abrufen.
stehen. Ach, jetzt habe ich hier Doppelunterhaltung. Zwischen 1933 und 1939 reisen letztendlich 270.000 von 500.000 jüdischen Bürgern aus, was die Hälfte davon in die USA. In Deutschland werden ihnen mehr und mehr Rechte genommen. Juden dürfen nicht mehr wählen, sie dürfen kein Vieh mehr verkaufen, sie dürfen keine Jäger mehr sein, sie dürfen Behörden nicht mehr betreten, keine Kinos mehr besuchen, dürfen keine Brieftauben halten, keine Fahrräder mehr fahren, keine Bücher mehr kaufen, sie müssen ihre Führerscheine abgeben und noch heftiger, Liebesbeziehungen zwischen... Komm, Seil runterklettern hat man schon mal, das kann ich. Na, schön der Seildance. So. Oh, meine Güte, ich hasse dieses Level so hart. So, jetzt bin ich wieder hier. Ein bisschen niedrig vielleicht, aber das geht schon. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Komm, Power des Bärchen-Slips. Okay, das geht. Das schaffen wir. Wenn du jetzt deinen Arm hochlegst, dann und ein bisschen trampelst und machst, dann geht das hier. So, wir machen jetzt ganz in Ruhe, konzentriert alles, ganz entspannt. Guck mal. Großer, bitte. Sapp, wo bist du? Ich sehe dich nicht mehr. Nein! Warum hast du getan? Nein. Warum falle ich immer an den beschissenen Stellen? Ich gehe wieder zurück im Level. Das ist schon einfach. Guck mal, mach nochmal den Start. Jetzt hat mich hier aber auch scheiß Ehrgeiz, ey. Hatte suizidale Gedanken gepackt, nicht der Ehrgeiz. Boah, beschissene Wichsplatte, ey. Diese Platte zu scheiße. Und wenn ich sehe, dass da hinten noch so doch mal mehr geht. Aber guck mal, da unten ist unser Haus, da ist das Ziel. Das ist da drüben das Ziel. Und ich war eigentlich schon fast hier oben, wäre ich nicht mit dem dummen Ding runtergefallen. Da wären wir jetzt bestimmt schon, hätte ich das eine Mal das geschafft, dann wäre jetzt schon safe im Ziel gewesen. Das verspreche ich. Das Versprechen, das macht ja keinen Sinn zu versprechen. In der Situation, das sage ich. Jetzt hänge ich hinter den Kristallen und komme nicht weiter, ey. Hä? Ja, ich muss den Checkpoint laden, ich festziehen. Jetzt hängt das Ich lade den Checkpoint nochmal neu. So, alles gut. Schön die Ruhe bewahren. Ich habe gehört, unsere Zuschauer haben Lust auf eine extra lange Folge Human Fall Flat. Weil vorher höre ich nicht auf. Na dann, Stundenpartner. Boah, weil das scheiß Brett aber auch nicht waagerecht zu mir stand. Einfach weiter. Schön den Audio-Claim hier. Juden und Nicht-Juden werden als Rassenschande bezeichnet. Einige Liebespaare werden durch die Straßen gejagt, wie im Mittelalter mit dem Brand. Diese angebliche Rassenschande wird sogar per Gesetz verboten. Volksschädliche Ehen, also Ehen zwischen Juden und Nicht-Juden, werden verboten. Sex zwischen Juden und Nicht-Juden verboten. Stellt euch das mal vor. Die Regierung regelt, wie man lieben darf, wie man ins Bett gehen darf. Ab dem Jahr 1935 haben Juden ganz offiziell weniger Rechte als die deutschen Reichsbürger. So steht es in den Nürnberger Gesetzen. Danach besitzen Bürgerrechte nur die Reichsbürger, die deutschen oder artverwandten Blutes. Juden können nur noch Staatsangehörige des deutschen Reichs ohne politische Rechte sind. Volljude ist, wer von mindestens drei jüdischen Großeltern abstammt. Auch Mischlinge mit einem oder zwei jüdischen Großeltern haben weniger Rechte. Hunderttausende Menschen versuchen jetzt nachzuweisen, dass sie kein deutscher Abstammung sind. Komm's ab.
Ich überlege, ob ich nochmal umgreifen soll. Müsste ein bisschen Turgo feier dich ernsthaft. Du kriegst das hin. Geil. Aber die Plattform geht gerade hoch, also. Keine jüdischen Vorfahren haben. Das nennt man. Oh, mit genügend Adler. Schwung ist das nicht so schlimm. Ja, jetzt. Sehr gut. Und jetzt kommt eigentlich ein leichter Teil, aber der ist irgendwie kacke. Na, den du jetzt zweimal gefällt hast. Ja, was eigentlich voll dumm ist. Insgesamt schon dreimal. Das ist schon dreimal. Ja, und wenn ich das ganz oben damit rechne. So. Ja, du kommst dahin. So, und hier bin ich vorn beim zweiten Mal runtergefallen. So, ja, Balanceakt. Oh, oh, das ist echt dramatisch jetzt gerade der Moment. Ja, halt dich fest. Stabilisieren, stabilisieren. Keine Kapriolen, Rüdiger. Alles gut, es war geplant. Ja, war es tatsächlich. Ich weiß nicht, ob man deine Panties sehen kann. Ja, darüber und jetzt? Das habe ich vorhin schon mal nicht geschafft. Nein, das musst du nicht sagen. Nicht nochmal zurück, ja. Oh. Ja, du springst ja die Plattform an, wo sie noch. Ja, die ist gerade hochgegangen in dem Moment. Dann ja. War es ein bisschen. Auf warten müssen, Mensch. Kann ich einen Checkpoint setzen an alleine? Ja, easy. Oh, endlich, ey. Ja, nach 3 Stunden, ey. Nein, 17 Minuten in diesem Part. Es hat sich angefühlt wie 3 Stunden, bin ich ganz ehrlich. Wir sind fast am Ziel, dann können wir schon unser Zuhause sehen. Und wenn wir die Map geschafft haben, dann sind wir auch für den Leap of Faith, für die 3-Port-kranke Map ready. Nö. Alter, da hinten sind fucking Planken, Junge, als ob ich da Bock drauf habe. Ich glaube, das geht. Ja. Sagt er um 3 Stunden später. Hast du versucht, gleich zur zweiten zu springen, oder? Ja. Ich hab's auch überlegt, aber ich glaube, das ist zu weit. Oh nee, was ist das für ein Scheiß? Ja, davon gab's keinen Checkpoint. Ach, das ist Training. Guck mal, hier musst du dich nicht mal festhalten. Okay. Ja. Sagt er. Ja, ich bin zu früh gesprungen, deshalb. Mhm. Feliz Navidad. Da, 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 da. Hier, guck. Aua. Jetzt bin ich nicht gesprungen. Ah fuck, ich bin schneller, wenn ich nochmal einfach. Das geht, das geht. Das ist spaßig hier, Kuppa, das ist spaßig. Ja, redet jetzt ruhig ein. Das gefährlich ist. Oh, wieso springt der immer nicht? Ist mein A-Knopf kaputt oder was? Und danach schauen wir uns den Leap of Faith mal an. Nur anschauen, nicht aufnehmen. Boah, wieso springt der manchmal nicht? Go Cooper, go Cooper, go Cooper, go Cooper. Das sieht nicht gut aus, weil die eine Planke mich blockiert, ja. Und schau. Bei der Macht der Achselhaare. Hm. Och, wenn er sich festhalten würde, ey. Wenn ja, die sich immer festhalten würden, wäre das gar nicht so schwer. Ich hatte auch die Plattform in meiner Hand berührt, aber jetzt nicht festgehalten. Oder die Planke eher, nicht Plattform. Okay. Geiler Move. Props to myself.
So, musst du wenigstens mal möglich sein, erstmal bis zur zweiten zu kommen hier. Human Fall Flat, das rendert schnell, das lädt schnell hoch, da kann man auch lange Folge machen. Stundenpart. Ja, ich dachte, du fällst jetzt alles runter, aber ja, gut. Ich versuche die Bretter immer so weit wie möglich unten anzufassen, weil man dann besser schwingen kann und sich selbst mit dem Brett nicht so blockiert. Noch einmal. Ich trau mich nicht. Ja, aber irgendjemand muss es schaffen. Das ist definitiv okay, richtig. Das hätte aber nicht gereicht. Das reicht, glaube ich, nicht. Ich bin mir unsicher. Oder sollte ich schon zu dem nächsten versuchen zu schwingen? Da geht es noch ein bisschen unten. Da habe ich noch ein bisschen Fallweg. Boah, ich bin mir unsicher. Ich glaube, ich hänge zu kacke an dem Brett, als dass ich hier gellen Schwung kriege. Ich schaff's nicht mal, die erste Planke zu rechnen. So, was hast du mir noch so zu sagen, Julian? Absurd. Aber ein einfaches Mittel, um die Menschen unter Kontrolle zu bringen, sie in Angst und Schrecken zu versetzen. Wer weiß schon, welche seiner Vorfahren vielleicht Juden waren. Und wenn das plötzlich herauskäme, dann würde man vielleicht alles verlieren. Viele Nazis, die in der Partei oder im Staat aufsteigen wollen, behaupten von ihren Konkurrenten, dass diese jüdische Abstammung sei. Die Menschen wenden sich. Okay. Dazu trägt auch die sogenannte Sudetenkrise im Jahr 1938 bei. Hitler fordert, die Tschechoslowakei solle das Sudetenland an das Deutsche Reich abtreten und provoziert so eine außenpolitische Krise. Das Außenpolitik erfahrt ihr übrigens, wenn ihr hier oben auf das i klickt. In dieser Zeit haben die Menschen natürlich Angst davor, dass vielleicht ein neuer Krieg vor der Tür steht und viele von ihnen drehen durch. Obwohl die Provokation von Hitler ausgeht, werden die Juden verantwortlich gemacht. Es kommt zu wilden Übergriffen. Als im November 1938 der deutsche Botschaftsmitarbeiter Ernst von Rath in Paris bei einem Attentat tödlich verletzt wird, weiß Goebbels, das für seine Zwecke zu nutzen. Am Abend des 9. November 1938 hält Goebbels eine Rede vor hochrangigen Nazis und hetzt sie noch weiter auf. Nach der Rede entfesseln die Parteifunktionäre die Reichspogromnacht. Im ganzen Land werden noch in derselben Nacht SA-Trupps in den Marsch gesetzt. Sie plündern Geschäfte von jüdischen Inhabern, dringen in die Wohnungen von Juden ein und verprügeln die Menschen. Vergewaltigen. Okay, Kuppa. Die Nazis selbst. Ja, keine Ahnung, dass du das auf einmal sagst. So. Nee, ich sag nur so, ob du mit zusiehst vielleicht. Achso, nö. Ich hab Wichtiges zu gucken, okay. Wer bist du? Aber ihr könnt uns so schauen, was Nützliches lernen. Ich muss nochmal umfassen. Ist das vorletzte, oder? Ja, aber ich will das letzte überspringen. Ich will nur gucken, ob ich umfassen kann. Warum willst du das letzte überspringen? Weil ich genug Schwung hier kriege, um bis auf die Plattform zu kommen. Okay. Ich habe jetzt nochmal ganz unten an dem Brett angefasst. Jetzt bin ich am maximalen Schwungpunkt hier. Ich glaube, ich hätte es sogar jetzt schon geschafft. Aber ich tue noch zwei, dreimal schwingen. Ja, bitte. YOLO! Easy Map. Guck mal, versuch's jetzt nicht mal. Warum in Gottes Namen soll ich das probieren? Na, guck mal hier, wie schön die Bretter da. Das ist so easy. Hast du diese Scheißbretter, Alter? Congrats, you made it home. You win. There's a party round back. Siehst du, hinten ist eine Party. Geht's hier rein? Nein. Okay. Party Cave below, Seizure Warning. Und hier, warte, geh noch nicht rein.
I'd like to take this opportunity to spread awareness that dogs are seriously underrepresented in all forms of modern government. Was? Dogs are better. Someone represent those dogs. Canine rights. I support Chris Trott. Dogs are born leaders. Okay. Okay. Was? Party Cake. Oh, Achtung an alle, die an. Jo, okay. Oh, an alle, die an Epilepsie leiden, bitte guckt weg. Bitte ihr seid weg. Jetzt schon tot. Alter, oh, meine Augen. Oh, diese Bälle, die hier noch rumrollen. Hört das auch wieder auf. Nein, ich glaube, ah. Oh, meine. Was? Ah, meine Augen tun richtig. Oh, Alter, mein Kopf. Hi. Ja, okay, das war's, glaube ich. Bis dann. Nein, es geht noch weiter, bis das Level geschafft wurde. Das Level ist geschafft. Nein. Wo willst du denn noch hinkommen? Es ist erst geschafft, wenn es automatisch wieder ins Hauptmenü einsetzt. Okay. Viel Spaß bei diesem 24-Stunden-Part. Ich schau schon weg, ey. Oh Gott. Au. Oh. Guck mal, da hinten kommt Dampf raus. Sei nicht so eine Muschi. Ja. Ja gut, das war's. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.